Ein Arzt mit einem Spenderorgan auf dem Weg zu einem schwerkranken Empfänger. In Deutschland immer noch ein seltenes Bild verglichen mit anderen Ländern. Um die Zahl der Spender zu erhöhen, will der Bundesgesundheitsminister in einer parteiübergreifenden Initiative die Gesetzgebung ändern. Jeder Bundesbürger soll demnach Spender sein, wenn er dem nicht ausdrücklich widerspricht. Das ist keine Organabgabepflicht, wie ich manchmal lese. Wenn man begründungsfrei widersprechen kann, ist das keine Pflicht. Aber es ist eine Verpflichtung, sich damit zu beschäftigen. Wenn er sich nicht damit beschäftigen möchte, ist er automatisch Spender, weil wir dann unterstellen, dass er bereit wäre zu spenden. Wir machen aber eine große Aufklärungskampagne, sodass jeder versteht, dass wenn er nicht widerspricht, dass er dann ein Spender ist. 20 von 28 EU-Staaten haben diese Art von Widerspruchslösung. Die Spenderzahlen sind dadurch höher als in Deutschland. 2012 gab es 1046 Spender, 2018 nur 955. Denen standen 9400 Schwerkranke gegenüber, die ein Organ brauchen. Interessenvertreter von Patienten haben allerdings Bedenken gegen den Vorschlag. Weil Schweigen eben keine Zustimmung ist. Zustimmung setzt voraus, dass man sich mit einem Thema beschäftigt, sich auseinandersetzt, sich eine Meinung bildet und dann kann man zustimmen. Die zweite Gruppe von Abgeordneten setzt auf direkte Ansprache der Menschen. Alternativ zum Organspendeausweis soll etwa beim Antrag eines Personalausweises die Organspendebereitschaft mit abgefragt werden. Das heißt, es ist eine verbindliche Abfrage, aber eine freiwillige Entscheidung. Man kann sagen, man möchte Spender sein, man möchte es nicht sein oder man entscheidet sich später. Aber damit wird die Lücke geschlossen, dass viele Menschen Spender sein wollen, aber eben nicht registriert sind an dieser Stelle. Befreit vom Fraktionszwang stehen den Bundestagsparteien ethisch schwierige Debatten bevor.